unsere, wo wollen wir hin? Ja, wo zieht uns an? Wie drücken wir uns aus? Und dafür jetzt ein paar körperliche Übungen. Du bringst deine Füße hüftbreit oder hüftschmal und dann langsam heb deine rechte Ferse hoch und linke Ferse hoch. Rechte und linke. Das machst du schön im Wechsel. Schau mal, dass du dabei aufrecht stehst, dass deine Handflächen etwas leicht nach vorne gedreht sind. Dass eine leichte Schulterausrotation stattfindet und dass du auch hier in der Körpermitte dich schön stabil fühlst. Der Bauch zieht sich leicht nach innen. Ja, und die Ferse heben und senken. Sehr schön. Und jetzt lass deine rechte Ferse oben. Nur die rechte Ferse oben. Du belastest dein linkes Bein. Okay? Und jetzt presst der linke Fuß tief und spannt das Bein an. Und du musst nicht das Bein in der Knie durchstrecken. Darum geht es gar nicht. Ja? Und jetzt langsam, nach und nach, hebst du, ich mache jetzt auch mit rechtem Bein, wenn ich von Seite mache, hebst du das rechte Bein langsam hoch. Dein Oberkörper ist gerade, du versuchst nicht nach hinten abzuweichen, du ziehst dich aus der Scheitel leicht, du presst den linken Fuß tief und ziehst du dich aus der Brust hoch, aus der Scheitel hoch. Super. Und dann sink langsam dein rechter Fuß ab. Balance auf beide Füße gleichmäßig verteilen. Press die Füße tief, streck dich schön lang und heb deine linke Ferse hoch. Dein rechtes Bein leicht in Knie gebeugt, aber versuche, die Hüfte in der Streckung zu halten. Drücke für Balance, ganz wichtig, deine Großzeh, dein Großzeh und alle Fußzeh tief in der Erde. Das hilft dir und dann heb dein linkes Bein hoch. Und schau mal, wenn du merkst, dass es dass kein Balance da ist, dann lass deinen Fuß entweder tief oder probier mal diese Mudra zu machen und zu deinem Bauchnabel dich anlegen und dann oftmals hast du viel bessere Balance. Probier mal das, teste dich einfach aus. Wenn du keine Probleme hast, lass beide Arme Richtung Erde sinken, halte dich aufrecht, lass dein unteren Rücken lang werden, weich nicht nach hinten, streck dich lang. Und dann flex deinen Fuß und setz den Fuß ab. Sehr schön. Tief ein. Tief aus. Heb wieder dein rechtes Bein hoch. Ich zeige wieder für nächste Übung von hier aus. Heb deine rechte Ferse hoch. Heb deinen Brustkorb hoch. Richte dich auf und heb deinen rechten Fuß ab. Sehr gut. Jetzt gehen wir weiter. Du greifst mit beiden Händen an dein rechten Schienbein und ziehst du der rechte Knie nach oben Richtung Brust oder Richtung rechter Schulter. Dein unterer Rücken lässt du wahr, allerdings lang sein. Dein linke Bein ist gestreckt. Sehr schön. Jetzt halte weiter das rechte Bein mit deiner rechten Hand und öffne dein rechtes Bein zur Seite. Dein rechter Arm geht auch zur Seite. Super. Dein linker Arm, das rechte Bein. Atme hier ein. Mit Ausatmen langsam, vorsichtig, der Knie nach vorne. Und dann langsam senkt das Bein tief. Wow. Stell den Fuß auf und verteile Gewicht auf beide Füße gleichmäßig. Bevor du das linke Bein hebst, der linke Fuß hebst, erstmal immer die Ferse und dann ganz bewusst verteile Gewicht auf rechten Fuß. Und jetzt presst der Fuß, aktiviere die Beinmuskulatur, richte dich auf, auch hier in den Bauch, auch hier kannst du diese Mudra machen, um deinen Balance zu verbessern und schau mal, es reicht mir auch, wenn du nur hier stehen bleibst am Anfang. Und dann langsam heb den linken Fuß, der linke Knie hoch. Greif an Schienbein und ziehe nach oben Richtung linke Schulter.
Hebe den Brustkorb noch ein bisschen mehr ab. Halte das Bein nur mit linker Arm und stell den rechten Arm zur Seite. Sehr schön. Und dann ziehe linke Knie immer noch nach oben Richtung linke Schulter und heb und drehe nach links. Sehr schön. Dann bring wieder das Bein nach vorne. Sink dein rechter Arm und stell deinen linken Fuß wieder ab. Uff. Sehr, sehr schön. Vielleicht kurz lockern die Position. Tief ein. Tief aus. Nächste Runde. Belaste deinen linken Fuß. Heb deinen rechten Fuß hoch. Presse deinen linken Fuß in der Erde. Heb deine rechte Ferse und heb den rechten Fuß, heb das rechte Knie hoch. Hier waren wir schon. Jetzt müsst ihr ein bisschen leichter kommen. Heb Richtung Schulter, halte mit rechter Arm und linker Arm bewegt sich zur Seite. Und jetzt probier mal, den Blick nach links zu drehen. Tief ein, tief aus. Nächste Einatmen, drehst mal Kopf nach vorne. Ganz vorsichtig die Knie nach vorne. Einatmen hier. Mit Ausatmen, bevor du den Fuß aufstellst, noch ein neuer Schritt. Streck das Bein nach vorne, es muss nicht so hoch sein. Vielleicht kommt das Bein nur bis hier. Und dann sink ab. Sehr schön. Belaste Beine, Füße gleichmäßig. Dann belaste den rechten Fuß, heb linke Ferse hoch, spanne linke, rechte Oberschenkel an. Nächste Einatmen, wieder dich lang ziehen, Körpermitte ist aktiv, dass du stabil stehen bleibst und heb deinen linken Fuß ab, hoch. Sehr gut, mit beiden Händen unterstützen und dann ziehen der Knie noch ein bisschen höher, wenn nicht geht, ist auch okay. Und dann rechte Arm zur Seite und linke Hüfte öffnet. Und jetzt schau mal nach rechts. Schau Richtung rechts. Tief ein, tief aus. Nochmal ein und aus. Nächste Einatmen, drehe den Kopf nach vorne, sink den Arm, einatmen hier. Löse deine Hände mit Ausatmen. Schau mal, ob du das Bein strecken kannst. Wieder die Höhe ist nicht wichtig, sei nicht zu streng zu dir. Und senke den Fuß ab. Und dann langsam in Wechsel, heb rechte und linke Ferse hoch. Tief ein- und tief ausatmen. Und verlockern, weil das schon sehr stabil war und das streng an. Vielleicht merkst du, dass diese langsame Bewegung und haltende, besonders die haltende Übungen uns besonders anstrengen, dass die uns ein bisschen mehr anstrengen als die dynamische Übungen. Da sind wir auch weniger abgelenkt. Öffne deine Füße, kannst auch ein bisschen breiter. Und jetzt lass deine Arme einfach um dich rumschwingen. Und jetzt mach das bitte unkontrolliert, das totale Gegenteil wie bei Übung vorher. Gerne die rechte Ferse heben, linke Ferse heben und lass die Hände richtig an deine Taille klatschen. Ja, schlage ein bisschen deine Taille. Es tut gerade richtig gut. Ja, und versuche das unkontrolliert. Und dann spür den Unterschied, wenn du kontrollierst die Bewegung und wenn du unkontrollieren darfst oder sonst. Was fällt dir wieder leichter? Beobachte dich. Letzte zwei. Langsam lass die Bewegung abklingen. Stell dich gerade in der Mitte, atme tief ein. Schließ deine Hände, schließ deine Füße, atme aus. Sink deine Hände zu deinem Herzen
und bedanke dich bei dir auch für heutiges Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!